Tag 1 bei Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Und auch die Leichtathleten starteten voll durch. Bei strahlendem Sonnenschein zeigten die besten Leichtathleten der Republik im Jahn-Sportpark Höchstleistungen. Ob beim Laufen, Ballwurf, Weitsprung oder im Hochsprung, für die Teilnehmer jedoch stand nicht nur der Wettkampf im Vordergrund. Ja, es ist natürlich ein schönes Gefühl, hier zu sein, Sport zu machen, so mit allen hier im Stadion zu sein. Das ist auch ein schönes Gemeinschaftserlebnis und auch Berlin zu sehen ist natürlich toll. Also ich finde es sehr cool, hier zu sein, dass ich überhaupt hier hingekommen bin. Es war natürlich sehr schwer, dass wir überhaupt die ganzen letzten Wettkämpfe gewonnen haben und so. Aber es ist natürlich sehr cool, dass wir hier jetzt auf die deutschen Meisterschaften kommen durften. Besonders bei der Leichtathletik steht die Mannschaftsleistung im Mittelpunkt. Denn die Schüler und Schülerinnen sammeln in den einzelnen Disziplinen Punkte für ihr Bundesland. Und so konnten sich bei Jugend trainiert für Olympia die Sportschule aus Halle bei der Wettkampfklasse 3 bei den Jungen durchsetzen. Bei den Mädchen konnte sich die Sportschule aus Potsdam die Krone aufsetzen. Für die Sportler ein ganz besonderes Gefühl. Also es fühlt sich richtig, richtig gut an, weil man auch so die Jahre drauf hingearbeitet hat, dass man auch so eine gute Leistung bringt. Und für die Leistung bin ich wirklich glücklich drüber. Aber auch bei Jugend trainiert für Paralympics schenken sich die Athleten nichts. Denn auch hier zählt nicht nur der olympische Gedanke. Vielmehr steht die Inklusion der körperlich und geistig beeinträchtigten Kinder im Fokus. Wir haben eine Chance, Deutscher Meister zu werden und dass wir allen zeigen, was wir können, obwohl wir körperliche Beeinträchtigungen haben. Für uns ist immer ein Highlight, hierher zu kommen. Wir sind eine Förderschule für körperbehinderte Kinder aus Hochheim. Und an so einem großen Event wie Jugend trainiert Olympia und Jugend trainiert für Paralympics teilzunehmen, ist natürlich gigantisch. Für sie ist es eine riesen Herausforderung und wettkampfmäßig hier was zeigen zu können, dass sie jeder individuell für seine Möglichkeiten Sport machen kann und seine Bestleistung abrufen kann. Das ist echt toll. Nach einem spannenden und langen Wettkampftag konnten bei den Paralympics die Mädchen und Jungen von der Helen-Keller-Schule aus Stolzenau den Gesamtsieg feiern. Bei der Leichtathletik zeigte sich einmal mehr der Hauptgedanke von JTFO-JTFP. Zusammenhalt, Inklusion und Erfolg in der Mannschaft. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, gerade in den Schulen eine breite Masse anzusprechen. Und ich denke, dadurch kann man auch den einen oder anderen in den Verein ziehen und ja, die Leichtathletik auch ein bisschen breiter aufstellen in Deutschland. Wie jedes Jahr bot Jugend trainiert für Olympia und Paralympics spannende Wettkämpfe und Höchstleistungen bei den Schülern. Und vielleicht war bei der Leichtathletik der eine oder andere Star der Zukunft dabei.